Hallo. Und weiter geht's heute mit Organ Trail, dem Zombie-Nachfolger von Oregon Trail. Ich komme selber ganz durcheinander hier. Wir sind angekommen in einer entfernten Hütte. Okay, wo allerlei Leute sich trotzdem rumtreiben. Und zum Beispiel, irgendjemand fährt hier scheinbar mit dem Motorroller nach der Zombie-Apokalypse rum. Achso, okay, hab ich schon. Carry Capacity hab ich schon. Suicide $12, Dangerous $24. Das sieht nicht aus, als ob das Jobs wären, die wir können. Also machen wir einen ganz normalen Supply Run mal wieder auch. Shotgun. Dup-di-dup-di-dup-di-du. Ping. Ah! Dann läufst du auch mitten da rein, sag mal. Verdammt! Okay. Probieren wir es nochmal. Wahrscheinlich, weil die deadly sind. Okay, das wird langsam zu gefährlich, wie man hier sieht. So, ich muss mich heilen, weil Rest bei mir nicht hilft. Warum auch immer. My family got nuked by the government back when the outbreak first started. I know they say there was no hope for them, but I can't imagine holding out for that long only to be killed by the people sworn to protect you. Okay. So. Ja. Okay. Dann nach St. Louis. You wait an hour while Dr. Douglas has a panic attack. Okay. Spend an hour helping strangers bury the loved ones. Okay, ist auch sehr deprimierend. Following a wake of vultures has led you to food. Sehr schön. Okay. Ein Auspuff ist verschwunden. Alle geben Dr. Douglas die Schuld. St. Louis. Sehr schön. Yard Sale sein. Better chance to find traders. Nee. Können wir uns nicht leisten. Können wir uns auch nicht leisten. Zombie-Aktivität low.
Das heißt, hier können wir mal ordentlich rumsuchen. Okay, na, das war ja wenigstens mal erfolgreich. Immer noch low, also gehen wir nochmal raussuchen. Oh, Munition. Muni ist wichtig. Sieht zwar aus, als hätten wir super duper viel, aber die schnell alle. Mehr nicht? Okay. Naja, Food ist genug, ne? Wir könnten eigentlich mal wieder Food verkaufen. Für eins. Mann, hier gibt es hier Jobs, die wir machen können. Suicide. Nee, das kostet uns zu viel Munition. Also wir haben hier eine Stadt mit Solarpanels, die wir kaufen können. Und hier Faster Bullets. Ich glaube, die Solarpanels, die werden gut. You must cross a horde of zombies in order to continue on the road. The horde in front of you is currently small in size and appears to be ravenous. Sneak. Versuchen wir mal. Small in size ist gut bei Sneak. Cool. Nice. Looks like something interesting is happening off the side of the road. Would you like to get out and look? Yeah. You see a shady looking fellow with a game of cups set up at the side of the road. Care to try your luck? 2 out of 3 chance to win. Only $20. Nee, danke. Er ist ganz nass, falls asleep and snores loudly. So, hier, ich bitte mal darum, die ganzen Schilder hier zu begutachten. Hier haben wir einmal Dr. Ned, hier haben wir S. Hart, hier haben wir 28 Days Liquor, Bread Rising, Coroner Bakery. Ja, und Mushroom Mushroom. Sehr schön. So, 59 für... Das heißt, wir können auch ohne Fuel weiterfahren. Das wäre cool. Haben wir aber nicht genug Geld für. Also gucken wir mal, was wir verkaufen können hier. Wenn wir noch 200... Sagen wir mal 300 Food verkaufen. Können wir uns das leisten. So. Können wir nicht. Ist jetzt 2 teurer. Oh ne, doch. Hat geklappt. Habe ich mir gekauft oder was? Ja, wunderbar. Jetzt habe ich noch was für vorne. Irgendwie Bullenfänger oder irgendwie so.
Cool. Party, Rest, sagen wir mal 2 Stunden. Zombie Activity Medium. Jetzt wieder hoch, okay. Und dann hauen wir ab. So, jetzt haben wir hier natürlich Radiation in Wichita. Räder haben wir schon. Dann fahren wir halt hier hin. Sollten vielleicht irgendwann nochmal das Auto reparieren. Something catches your eye off the road. Ja, gucken wir mal. You spot a man crumpled up against a tree. He calls out to you. Hey there, stranger. Can you spare a medkit for a dying old man? If not, a bullet to the head would just... is welcome. Okay. You patch him up a bit with your medkit. I can't possibly repay you for your kindness. I should be able to make it to shelter with this. Bless your heart, stranger. Okay. Die Ozarks. So, gucken wir mal. Combat Trainer, nothing new I can teach you. Deadly Zombies, okay. 7 Medkits noch, 600 Food. Ich glaube, wir reparieren mal das Auto. So, dann machen wir noch mal eine kleine Rast. 2 Stunden reichen. So, jetzt haben wir das erste Mal eine Auswahl, die wir treffen können, die uns nicht in die Radioaktivität führen würde, wenn wir sie anders treffen. Action Hero haben wir schon, also gehen wir hier nach Faster Movement. You see an explosion in the distance. You see the remains of another party before you. Would you like to stop and look? Here lies Mark Epstein, a bro amongst bros. Okay. 26 Ammo, sehr schön. Sandstorm kicks up, you will have to drive slowly due to low visibility. Okay. Find a fuel can at an abandoned gas station. Sehr schön. Cool. Surrounded by zombies. Toll. Oh, cool.
Hat noch Munition gekostet. You find some roadkill, it's probably safe to eat. Okay, the castle. Faster Movement, 5% für 80. Okay. Haben wir irgendwas, was 80? Wir haben 139 Scrap. Für 10. Nee. Gucken wir mal, ob wir Geld finden hier. Das ist Essen, ist auch gut. Essen, von denen ich 350 zurückschleppen kann. Okay. Zombie Activity Low. Okay, dann versuchen wir das ruhig nochmal. Ah, der klaut mir mein Zeug hier. Wieder 200 Food verkaufen, aber wir müssen schon 800 verkaufen, damit wir das Geld zusammenkriegen. Also müssen wir Medium jetzt. Müssen wir nochmal scavengen. Medium geht noch. So, da ist schon wieder Food. Liegt hier denn nur Essen rum? Ah! Nee. Das Scrap ist meins, lieber Kollege. Okay. Kein Geld. Nirgendwo liegt Geld rum hier. Scheiße. Ja, wir könnten 350 Food verkaufen. Ja. Medium, ja. Kriegen wir hin. Ist das, was ist das eigentlich? Ein Glas Honig oder was soll das sein? Hier liegt nur Essen rum, das ist unglaublich. Nur Essen, okay. Immer noch Medium. Versuchen wir weiter. Müssen wir halt Essen verkaufen hier.
Ah, sehr gut, Scrap Metal. Shit, mitten reingelaufen, verdammt. Okay, jetzt ist high, jetzt lohnt das glaube ich nicht mehr. Können wir mal ein bisschen schlafen. Bis nicht mehr high ist. Deadly. Weißt du was? Wir reparieren mal unser Auto selber. Wir haben scheinbar jede Menge Scrap. Aber reicht, was soll's. So, nee, wir wollten ja die Faster Movement Dings haben, ne? Brauchen wir immer noch 43 Geld. Immer noch deadly. Kaufen wir mal 63 Scrap, dann sollten wir das Geld ja zusammen haben. Ne? Das Auto ist ja gerade heil und mehr als 100 brauchen wir glaube ich nicht. So. Sehr gut. Dallas. Oh nein, es ganz Nuss ist erschöpft. Food from a vending machine. Es ganz Nuss ist nicht mehr erschöpft. Okay, das ist ja gut. Ist ja gar nicht so weit weg hier, Dallas. A bandit steals 5 fuel from your car. So, gucken wir mal hier. Zombie activity is high. Können wir mal. Immer noch high. Okay, es gibt eine Übersichtskarte, da sind wir also. Und da müssen wir hin. Jesus fucking. Gibt's hier Jobs? Dangerous für 200. Nee, danke. Autoshop, was gibt's hier? Den haben wir schon. Ninja Muffler. Hm. Der Ninja Muffler ist natürlich toll, aber wir sind bisher auch so immer durch die ganzen Zombie-Horden gekommen. Also lassen wir das mal. Money Scavenger. You must cross a horde of zombies in order to continue on the road. The horde in front of you is currently large in size and appears to be ravenous. Wir warten. Ist, okay, alert. Docile, okay. Dann sneaken wir wieder.
dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber wir haben ja genug Essen. Und, oh nein, ein Schnabeltier bricht sich eine Rippe. Verdammt. You find some roadkill. It's probably safe to eat. Okay. Question the edibility of some of your food. You trusted me. Ja, das mal gewinnt man, mal verliert man. Der bitte, der bitte. Wanders off and it takes an hour to find them. Okay. Typisch Schnabeltier. Wir müssen nämlich mal das Auto reparieren, weil wenn jetzt irgendwas passiert mit Banditen oder so, dann stehen wir dumm da. Hier noch mal resten. Warte mal, solange Zombie-Aktivität Medium ist, können wir auch noch mal hier Sachen sammeln. Das kann man nicht nur innerhalb der Stadt machen, das kann man überall machen. Hilfe! Da hinten ist Scrap, Scrap, wir brauchen Scrap. Oh, das Geld. Verdammt. Ah, dieses Geld. Ah, na gut, jetzt ist high. Jetzt lassen wir das mal. Wir haben auch nicht mehr so viel Munition. Wir hätten vielleicht schlafen sollen nochmal. Car starts making a loud noise. The muffler has to be replaced. You replace it from surprise. Okay, zum Glück hatten wir noch einen. Ja, ja, es regnet. Langsam fahren. Gut, kennen wir schon. Hier sharp pop. Looks like your battery exploded. You replace it. Aha. Gunfire from nearby buildings. Okay. Nein! Oh je, yeah, super. Ich hab gewusst, ich repariere lieber das Auto. Money Scavenger gegen irgendwas austauschen, wenn wir 80 Dollar hätten. Aber ich glaube, wollen wir nicht. Okay, das ist deadly. Das machen wir erstmal nicht, sondern stattdessen reparieren wir unser Auto. Okay.
Cool. Naja. Reicht. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich mal resten. Weil sonst der Herr Nabeltier uns am Ende noch abnabelt. Und wie ihr seht, ich selber erhole mich dadurch leider nicht. Okay. Zombie-Aktivität low. Das benutzen wir mal für unser Scavenging wieder. Zum Beispiel hier diese Klorolle. Ich glaube, das ist Isolierband wahrscheinlich. Ach, der da. $5 und 35 Scrap und 100 Food. Naja. Ist immer noch low. Gut. Was? Scheiße. Zombie Hunde. Cool. Nicht mehr so viel Fuel. Food immer noch genug. $12 for $20. Better take extra medical supplies, trade them to rations. It's well worth hiring mercenaries at major cities. Expect to pay them. Okay. So. Albuquerque. Aber nach Albuquerque geht's dann beim nächsten Mal. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked und subscribed und wenn nicht, dann schreibt einen Kommentar oder wenn, dann schreibt auch einen Kommentar, ist mir egal und dann bis zum nächsten Mal. Adieu. Oder so.